Hallöchen, Tim und ich sind gerade mit dem Quad unterwegs und genießen das herrliche Wetter, den schönen Frühlingsanfang. Aber das ist nicht alles, denn natürlich ging jetzt langsam wieder die Ackerarbeit los und in diesem Video seht ihr, wie gepflügt, gekrubbert und gedrillt wurde. So, gerade angekommen, haben uns hier noch ein schönes Plätzchen gesucht. Hier schön Waldkante und Wiese, wie man sehen kann. Die Sonne scheint auch richtig schön freundlich, ja. Aber was uns natürlich gleich wohl aufgefallen ist, keine Ahnung, wer hier lang gekommen ist. Hier kommen ja eigentlich sämtliche Partei lang, ja. Vom Großstädter, Kleinstädter, Dorfkind, Reiter, Jäger, Förster, Bademeister, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier auf jeden Fall schön Müll liegen. Keine Ahnung, welche Drecksau das war. Ich habe wahrscheinlich hier Brötchen und schön noch einen schönen Latte Haselnussgeschmack Kaffee hier drin. Ja, nehmen wir jetzt mit. Lassen wir jetzt nicht lernen. Packen wir jetzt in unser Quad. Da können wir euch das gleich mal zeigen, weil hier haben wir nämlich unser schönes DGB Blade. Das ist ein 500er. Gehen 550. Also das hat knappe 500 Kubik und keine 550. Und das bietet sich jetzt an hier noch. Schöne Tasche hier, kannst du reinmachen. Füll passt nicht drin, halt nur der Müll. Wahrscheinlich wird es so drinnen vergessen und fährt bis nächstes Jahr hier mit. Aber die Scheiße nicht mehr zu hier. So, da wird noch Schaden gemacht, Blast abgebrochen. Ich sag's so. Es ist wohl verhext heute hier. So, nein, nicht zu. Das sieht zu aus. Jawohl, das haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Finde ich eigentlich eine Sauerei. Und wir gucken jetzt hier noch ein bisschen weiter rum im Wald. Mit unserem schönes Blackschwein. Und nicht die feine englische Art wahrscheinlich. Ja, wir wollen ja hier nicht das Wild stören. Ist mit dem Quad nicht hier. Aber bietet sich an, wenn mal Baum umliegt. Ist ja durch die Trockenheit hier doch einiges abgestorben. Nicht nur durch die Trockenheit. Wir werden ja befallen mit dem Käfer oder Triebsterben, also die Blodea Triebsterben ist ja hier auch ganz groß dabei und vernichtet hier wirklich fast alle Kiefern. Sieht sehr schlimm aus und darum macht sich hier so ein Kumpel auch gut, weil man in jede Ecke fahren kann. Genau. Ja, so ein Quad ist natürlich auch ein tolles Spielzeug, vor allem für Leute, die es schnell und laut mögen. Aber hier auf dem Hof hat es natürlich auch eine praktische Funktion, denn man ist mal schnell draufgehüpft und kommt von A nach B. Und dazu wird euch Tim jetzt auch noch ein bisschen was erklären. Ja, wenn ich das darf. Ja, also es hat ja durchaus auch eine praktische Funktion bei uns, weil wir haben ja natürlich auch Kühe, Pferde. Und dann natürlich auch noch mehr Tiere, aber das sind, sage ich mal, die größeren, die auch auf der Koppel leben. Und da macht sich das beim Umtrieb, vor allem bei den Kühen, schon bewährt mit dem Quad, weil man wirklich in jede Ecke kommt. Man muss sich das so vorstellen, das macht man alles zivilisiert, ja. Man setzt sich nicht drauf, Koppel auf, Kühe raus und mit 100 hinter die Kühe, ja, ja, weil dann sind die Kühe nämlich fort. Das muss man schon ein bisschen mit Verstand machen. Aber man kann die Herde halt, sage ich mal, wie so ein Hütehund übertrieben sagt, schön händeln und das geht schon. Ja, wenn da so ein kleiner Ausreißer ist, dann muss man halt hinterher und da kommt so ein Quad halt besser aus dem Zopf wie so ein Auto. Ja, muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu stark Kurven fährt, weil sonst überschleppt man sich mit die Karre und dann sieht das für einen selber wahrscheinlich nicht gut aus. So ein Quad altert schlecht aus. Ja. So, ja, und weil wir jetzt immer dabei sind, stellen wir euch das ganz kurz mal noch vor. Wie schon gesagt, Marke TGB kommt eigentlich so aus Österreich. Also die Teile werden wahrscheinlich irgendwo in Übersee bzw. in Asien irgendwo produziert. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, ist das hier PS, kann man mal schlecht schätzen, hat so ungefähr 30 PS, 32 PS, auf jeden Fall knappe 500 Kubik. So, ja, hat eine Anhängerkupplung. Das ist auch ganz wichtig bei den Dingen, wenn man das auf Landwirtschaft zulassen möchte, weil wir hier nämlich eine schöne Kupplung haben. Und das Quad könnte jetzt rein theoretisch 750 Kilo anhängen. Geht auch mehr. Haben wir schon ausprobiert. Ja, und ist halt wirklich praktisch. Einen kleinen Hänger mal dran gezimmert und dann los. Zum Beispiel beim Koppelbauen, ein paar Koppelfällerinnen und los.
dann macht das halt schon Sinn. Wa? Wir haben dann hier Möglichkeit nochmal für einen Gepäckdreher. Da kommt bei uns meist so eine schöne Holzkiste drauf. Wir haben jetzt kein Hardtop oder Topgazer. Ja, halt diese Vorrichtung, wo man was reinlegen kann, das haben wir nicht. Ja. So, vorne haben wir dasselbe nochmal, könnt ihr mal alles draufschrauben. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir ja auch mal einen Sack Weizen oder irgendwas derartiges mitnehmen. Hier ist auch schon mal eine kleine Heurolle mitgefahren. Da stören halt so eine Kisten. Ja, Allrad hat das Ding, Differential kann man alles noch zuschalten. Elektronik ganz normal wie beim Auto. Und das Schöne ist ja hier auch, dass man das Teil mit dem Autoführerschein fahren kann. Da brauchen wir keinen großen Motorradführerschein. Aber man muss halt wirklich erstmal ein bisschen Fahrgefühl und so damit entwickeln, weil sonst liegt man wirklich in der nächsten Kurve im Kram. Und das soll es ja dann auch nicht gewesen sein. Ja, ganz normale kleine Treckerreifen, sag ich mal. Ja. Also wir haben ja schon ein schönes Offroad-Profil. Merkt man natürlich dann auf der Straße, dass die halt sehr schnell abgerieben ist. Das ist halt kein Straßenprofil. Wenn man mit so einer Maschine wirklich mehr in den Straßenverkehr auf die Straße fahren möchte, dann sollte man vielleicht nochmal umdenken, ein bisschen anderes Profil nehmen und darüber nachdenken, da macht sich Straßenprofil wirklich bewährt. Ja, ansonsten Licht natürlich, Licht ist schön. Hier haben wir dann noch so ein kleines Accessoire, was eigentlich keiner braucht, aber es sieht wirklich gut aus, wenn wir die Zündung anmachen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt. Hat man hier nochmal schöne LED-Lichter. Ja, Licht geht denn so. Man muss auch sagen, dass diese Lichter ungemein blenden. Die kann man hier drinnen auch noch mal ein bisschen verstellen, ein bisschen, sage ich mal, nach unten stellen. Habe ich noch nie gemacht. Kam vom Werk aus so. Ist beim Kumpel dasselbe. War das auch ähnlich. Und ja, man ist jetzt halt mit gefahren. Wa? Ist halt so. Hat der Faulheit wohl gesiegt. Ja, und so viel zum Thema Quad. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Wir versuchen dann das nächste Weihnachtsfest auch zu beantworten. Nee, wir machen das schon, wir gucken schon hin. Also, wenn ihr noch was wissen wollt, haut es einfach in die Kommentare. So, alles klar, hier wird wohl rumgespannt. Genug geschlabbert. Du kannst ja noch sagen, was wir jetzt machen. Genau, wir fahren jetzt noch unsere kleine Runde hier. Tim wollte noch mal auf den Acker gucken und sehen, wie da so die Lage ist, wie das alles so wächst. Genau, dann lege ich mich nämlich damit daneben und gucke ich dann, wie viel Millimeter das gute Pflänzchen schafft am Dach. Genau. Ja. Gute Idee. Und dann wollten wir nochmal runter in den Kuhstall, aber da nehmen wir euch diesmal nicht mit, weil das hatten wir in den letzten Videos so oft gezeigt und ich denke mal, das wird für euch irgendwann auch langweilig werden, aber vielleicht nehmen wir euch das nächste Mal mit, aber da sind die Kühe vielleicht auch schon wieder draußen. Ja, das passiert jetzt. Also sage ich mal so nach Ostern geht genau. Das los. Also seid gespannt. Wir nehmen euch jetzt doch noch mal mit, denn wir haben ein neues Mitglied in unserer Herde, nämlich den schicken Burschen hier, ein Uckermärker Jungbulle. Den haben wir ersteigert und Tim, sein Papa, ist auch ganz stolz auf ihn. Ja, der hat sich gut in seine Herde eingelebt. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig, ist für alle aufregend gewesen. Jetzt geht er weg. So, komm, mein Schöner, komm. Komm mit. Komm. Nicht abhauen. Auf. So, komm, mein Schöner, komm. So, komm. Hier wird geblieben. Nur los. So, ab, mein Schöner. Hopp. Hopp. Thank you.
Aber dennoch hat er sich hier gut eingelebt und die Kühe haben das alle akzeptiert und er tut sein Bestes und zeugt Nachwuchs. So, guten Morgen, Freunde der lustigen Tanzmusik. Ich habe jetzt einfach mal die Kamera genommen und will mit ins Geschehen genommen hier das Ganze. Und zwar, wir hatten jetzt die Daran Düngerstreuer angebaut, weil da gucken wir einfach nochmal, ob alles so funktioniert, wenn es jetzt weiter losgehen soll. Dann muss das auch alles schnell gehen und da soll wenigstens der Düngerstreuer dann schon mal ein bisschen fit sein. Wa? Wir haben jetzt hier schon zwei Paletten, oder vielmehr ich spreche jetzt hier einfach in der dritten Person, wa? Habe hier zwei Paletten hingestellt, da bauen wir den jetzt drauf ab. Das macht sich alles ein bisschen leichter und man kann den dann mit einem Palettenhubwaren einfach wegnehmen und ja, überall hinschieben, wo der Boden gerade ist, ja, wohlbemerkt. Aber so schwer ist er nicht, also lässt er sich schön bewältigen, auch alleine. Der kippelt ein bisschen, aber da muss man halt ein bisschen vorsichtig machen. So, und wir bauen den jetzt erstmal ab. So, die Sonne brät natürlich hier wieder. Hier ist er, der Düngerstreuer, in Amazone mit 1,5 Tonnen, oder sagen wir mal 1500 Liter. Ja. Ja, den werden wir jetzt mal schön reinbuxieren hier. Ich werde nicht viel erzählen, der Motor ist wohl lauter als ich und einfach zugeschaut, wa? Bis gleich. Abgebaut. Man kam tatsächlich auch dazwischen. So, super. Kugeln lassen wir dran. Die müssen wir jetzt nicht abbauen. Wir haben noch ein paar andere. Da geht das. Und die können jetzt in Ruhe dranbleiben. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. So, wir holen jetzt noch einen Flug. Und dann werden wir noch ganze 0,4 Hektar Flügen. Da soll nämlich Sommergerste drauf, ja. Und wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr noch zum späteren Zeitpunkt. Aber erstmal bauen wir den Flug an und dann geht's raus ans Flügen und dann gucken wir mal, nicht wahr? So, ich habe mir mal erlaubt, den Flug jetzt hier schon so dran zu schmeißen. Ja, also das ist hier unser Kuhn-Vierscher-Flug. Ja, also der Plan ist der folgende. Wir wollen hier noch die 0,4 Hektar schön flügen und dann wird er hier nochmal schön sauber gemacht, der Dreck alles ab und dann werden die Anlagen neu gemacht, die ganzen Streifenkörper und alles, was hier ein bisschen anfällt, dass ja dann für die nächste Saison alles wieder picobello ist, weil hier ist schon tüchtig was abgenutzt, ja, also materialschonend ist das nicht, dann wird das alles getauscht und dann kann man den wieder wegstellen und kann man dann loslegen, wenn es wieder losgeht, ja. So, das ist hier unser nicht gerade größter Acker, aber es ist ein schöner Acker, hier ist wieder Boden. Ja, also wir haben hier irgendwo oder liegen hier zwischen 50 bis 54, sage ich mal, was die Bodenpunkte angeht. Also wir haben hier schon Lehm drin, das ist hier hinten, hier nebenan ist noch eine Lache, da hinten ist so ein ganzes Schilf. Das ist natürlich mal, denke ich mal, war das mal ein Gewässer, das ist aber mit der Zeit auch verlandet.
Also ich weiß es nicht, ich muss da lügen, aber es sieht halt so aus. War? So, hier sind wir jetzt und wir lassen jetzt gleich mal noch die Drohne fliegen, damit ihr dann auch noch ein bisschen von oben gucken könnt, und weil ich ja nicht die ganze Zeit dabei filmen kann, versuche ich da mal möglichst eine schöne Stellung zu finden. War? So, hier steht er noch, der Jenny. Schön unterm Dach vor der Werkstatt. Ja, Fluch ist jetzt ab. Hier steht er. Da werden jetzt die ganzen Streibenscharen und
die Anlagen, alles wird jetzt erstmal erneuert, das kommt erstmal ab. Dann wird noch hier geguckt, wo noch mal was dran geschweißt werden muss. Hier zum Beispiel, da war halt der Streifenkörper hier. Ja, der war halt auch dünn, war. Da kann man sich schon mit rasieren. Das sind noch die allerersten, wir haben den damals gebraucht gekauft. Und da wurde auch bis jetzt eigentlich nichts dran gemacht. Ja klar, hier fliehen öfters mal die Scherschrauben hier weg, war. Das ist sozusagen die Steinsicherung. Das ist hier unsere Steinsicherung, aber wir haben ja hier wenig Steine. Aber wenn es natürlich richtig extrem harter Boden ist, dann kann es schon mal sein, dass die hier wegreißen. Nicht ganz so starkes Material, obwohl wir eigentlich schon hier ein paar stärkere genommen haben. Jetzt fragt mich nicht, welche Jüte das hier ist. Welche Klasse? Habe ich keine Ahnung von. Muss ich erstmal gucken. Ja, und so ist er nun. Unser Drehfluch. Also jetzt wird oben erstmal alles erneuert. Und dann wird er hochgenommen, gedreht und dann wird hier unten erstmal noch ein bisschen was dran gemacht. Und dann ist ja wohl einsatzbereit. So, kommen wir hier zur Maislay-Maschine hier, unser Akkord Optima. Der Oldtimer, kann man den schon fast nennen? Ne, eigentlich nicht, aber ja, ist schon ein etwas älteres Modell, hat auch schon ein bisschen Gebrauchsspuren. Dementsprechend müssen wir jetzt immer ein bisschen vorgehen. Also wir hatten letztes Jahr bei Maislay das Problem, dass die Kette hier, also hier war ein Lager fest geworden, dann hat die Kette nicht mehr gedreht und der Sechskant wurde hier schön verbohren. Also hier, das ist der Sechskant, das ist die Antriebswelle, sage ich mal, das wird hier angetrieben. Ja, man erkennt es wohl ja auch nicht hier. So, jetzt erkennt man schon ein bisschen besser. So, jetzt ist man gerade beim Drehen und wer stört das Video? Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Schönen Tag gehabt. So, ihr arbeitet? Ich arbeite immer fleißig. Na, das ist auch schön. Ich habe heute sogar Geschenke bekommen. Also, das ist Wahnsinn. Frauentagsgeschenke. Ach, schön. Ja. Ach, prima. Ja, ganz schön. Was gibt's wohl, ja? Frauentag? Das ist ja Wahnsinn. Und meine lieben Arbeitskollegen denken nämlich dran, anders als mein lieber Freund. Du hast ja mal einen. Ganz schöne Sachen. Oh. Schrie. Leute. Ja, ja. Schöne Kirche. Ne? Schön. Gut. Na dann. Jemand. Und holt das Salami. Salami. So, wo waren wir schön geblieben? Wir waren beim Antrieb. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht mehr. Doch, man hat es noch gesehen. Ja, angetrieben wird die Maschine hier durch das Rad. Dann geht das hier hoch, so über die Welle. Denn hier natürlich die Kette, das lenkt das alles nochmal um. Auf unseren Sechskant hier, das ist diese Querstange. Und die treibt hier die ganzen Legeaggregate an hier. So, und wir hatten letztes Jahr das Problem, dass hier bei einem so einem Legeaggregat, da sind ja zwei Ketten sind hier drin. Und die eine war verkniesknaddelt und dann hat hier natürlich die ganze Maschine gestoppt, beziehungsweise ein Legeaggregat. Und weil hier natürlich denn der Druck so hoch war, hat das hier diesen Sechskant, also diese Antriebswelle hier unten, die wurde dadurch schön verdrängelt und verbohren. Das war nachher dann wirklich ein Problem, weil wir hatten sowas nicht auf Lager. Dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders, da werden wir sowas vorrätig haben. Da werden wir uns ein bisschen Meterware zurücklehnen. Und ja, wenn das hier aus der Flucht ist, dann haut das ja nicht mehr richtig hin mit der Kette. Also stimmt die Leistung nachher nicht mehr und die Kraft, die arbeitet nachher fast jägen sich und das verdrängelt sich natürlich dann alles. Wa? Dann hat man hier das Problem, dass die Ketten hier runtergesprungen sind und das war bestimmt zehnmal der Fall. Da war Detlef dann auch noch mit draußen, weil das nachher ja nicht mehr ging. Und jetzt machen wir hier von die Legeaggregate alle Ketten, die sich halt so dolle gezogen haben, weil ist ja eine Gebrauchtmaschine. Das kommt ja dann mal vor, dass hier auch ein paar Verschleißteile dran sind, wie zum Beispiel jetzt auch die Ketten hier. Manche Schare, die müsste man den Overlaw ersetzen. So, ab jetzt wohl auf den Acker. Für mehr bin ich ja schon auf dem Acker. Hinten dran heute der Swifter. Ja, wir wollen ja Hafer hin machen. Mein Vater hat die Drillmaschine schon am 6630. Und dann sollte es hier auch bald losgehen. Dann mache ich noch die 0,4 Hektar, die ganz großen Schlei bei uns hier. Nein, also da soll noch, also ja nicht nein, das mache ich natürlich auch noch. Und da kommt ja Sommergerste drauf, Braugerste. Da haben wir heute noch was ganz Besonderes mit vor und das soll dann jetzt auch gleich noch nach dem Hafer passieren. Ja, ich sag mal, das sind ja
knappe 3 Hektar. Also das ist ja zu schaffen. Ja, 3 Meter Drillmaschine. Da ruckt das schon, ja, bei 3 Hektar. Also das ist jetzt kein Problem. Hier ist das schöne Ding, Dreck aber noch ein bisschen dreckig. Noch nicht zugekommen, den ein bisschen zu putzen. Ja. Naja. So, wir sind jetzt hier draußen. Ich habe natürlich jetzt ein kleines Problem mit dem Johnny. Also eigentlich wirklich bloß ein kleines Problem. hier ist nur eine Software verfügbar. Das Problem ist jetzt, haben wir alles runtergeladen, sind da richtig hin bei John Deere da auf die Seite. Haben uns da jetzt auch erkundigt bei John Deere, haben da ein paar Updates gesucht. Und jetzt ist glaube ich 4.50p oder so draußen. Ich habe hier aber noch, wir können ja gleich mal gucken, 3.60a oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das Problem ist jetzt hier, hat das alles auf den Stick gemacht. Der Stick war eigentlich auch groß genug von der Geschwindigkeit, hat das alles gepasst. Aber jetzt das Problem, ja, habe ich oben einen Empfänger reingeschoben, da hat es nicht gefunden. Dann habe ich es hier drinnen in den kleinen USB-Slot reingeknallt hier, ja, für die Updates. Ja, und dann hat es gefunden, aber ja, ich konnte es nicht ausführen. Ich kann das jetzt mal zeigen, habe dann im nächsten Zug das gleich probiert. Erst unterm Dach habe ich mir gedacht, Mensch, nicht, dass hier der Empfang so scheiße ist irgendwie. Bin dann nochmal rausgefahren und habe dann auch nochmal gesucht und habe dann auch ein Update gefunden, aber die alte Version, und da ist keine Software verfügbar. Also der sucht jetzt hier gerade nach der Software. Weil ich das gerade online gemacht habe, um das mal euch ein bisschen zu zeigen. Aber ja, er lädt, er lädt. Kann noch ein paar Minütchen dauern. Seitdem das andere abgelaufen ist, funktioniert jetzt hier mein Starfire 6000 nicht mehr. Ja, darum muss ich jetzt hier wohl noch was extra suchen. Ach, das ist ja schön. GPS, das erste Mal GPS an den Trecker damals. Was jetzt damals vor ein paar Jahren, wo der jetzt neu auf den Hof kam. Ja, das erste Mal richtig mit GPS arbeiten. Jetzt muss man sich hier erstmal reinfuchsen. So, jetzt hier. Der GPS Receiver, aktuelle Version 3.60a. Keine Software gefunden. Kann ich hier auch nicht auswählen. Ja, habe ich wohl ein kleines Problem. Habe jetzt mit John Deere schon gesprochen. Da setze ich mich nachher nochmal, wenn ich drinne bin, an den Laptop und versuche dann nochmal was runterzuziehen. Extra für das Starfire 6000. Da hat mir der nette Herr am Telefon den auch noch gesagt, also er war wirklich nett, ja, das ist jetzt ja nicht ironisch, ja, dass ich mich da nochmal ransetze und das mit Programmen nochmal in extra Ordner ziehe, weil das eine ZIP-Datei ist. Also wir hatten das vorher ja auch alle schon entpackt gehabt, aber es hat ja eben nicht funktioniert. Jetzt probieren wir das so nochmal, wie er das beschrieben hat, und dann hoffe ich, dass das hier alles klappt und ich dann irgendwann mal wohl mit GPS fahren kann. Ansonsten könnten wir ja einige aus Pferd nehmen oder einen Ochsen, weil da hat man auch kein GPS. Nee, also 6630 hat ja auch kein GPS, da müssen wir auch mit Spurenreiser fahren. Und vorher ging das auch, der vorherige, das war ein 7530, schon Tier. Der hat auch kein GPS und es funktioniert auch. Ja, da muss man halt mal gerade gucken. Ja, wenn man einen schlechten Tag hat, dann sieht das halt aus wie eine S-Kurve oder wie der Nürburgring. Aber das ist ja scheißegal, wa? Und es wird alles verschwommen gewesen. Ja, das ist ja wohl schön. Hier im Hintergrund seht ihr bestimmt schon, dass hier überall solche Steine liegen. Und zum einen macht sich das natürlich ein bisschen blöd beim Drillen, und zum anderen nachher im Sommer, wenn das Getreide immer mehr gewachsen ist, kann es passieren, dass der Mähdrescher die Steine nicht sieht und dann mit einfängt. Und das wäre natürlich blöd, denn das kann zu Schäden führen. Und deswegen räumen wir die Steine jetzt auf diesen kleinen Haufen noch mit dazu. Okay. Wer kommt da angefahren?
unser lieber Freund Mühli und Jana, also Familienausflug heute. Ja, das wünsche ich auch, jawohl. Kommst du nachher noch? Ja. Gut, ich mach Bier. Schön. Und Grüße hin wohl raus. An Familie Riemer. Jawohl. So, jetzt räumen wir noch ein paar Steine weg. So, gleich werde ich mal filmen, ganz früh den ganzen Scheiß wegräumen. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock auf sowas. Hast du Pech? Ja. Ach, Landwirtschaft haben sie gesagt. Der ganze Dreck vorne haben sie gesagt. Auch dass du Steine lesen musst, das hat keiner gesagt. Nein, besteht ja nicht alles nur aus Dreck vorne, sondern nur aus dem Feierabendbier. Also normal haben wir ja hier keine Steine und ich glaube, sowas ist auch nicht typisch. Das ist jetzt kein Feldstein, das ist hier so ein alter Backstein oder Pflasterstein. Wahrscheinlich hier Backstein. Und das werden wahrscheinlich damals hier irgendwelche abgekippt haben. Und nun haben wir den Salat. Und jedes Mal beim Flühen, beim Kurbeln oder so, hört man mal so einen Stein hoch. Ja, und das muss man dann ein bisschen wegräumen. Sieht halt hier auch alles nicht so natürlich aus, wa? Aber was will man machen? Ganze machen nichts. Schmeiß Schild nicht noch kaputt. Ich treffe ja. Ne, der eine ist drüber geflogen. Ja, siehst du mal. Eine Furche landet. Schild getroffen. Nee. So, wir sind jetzt mit dem größten Teil fertig. Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt jeden kleinen einzelnen Stein aufzusuchen, aber die größten haben wir natürlich aufgesucht. Und da seht ihr das Resultat. Das ist ein großer Berg und da unten haben wir noch einen kleinen Berg. Und somit ist der Acker jetzt sauber. So, Drillmaschine steht schon hier. Der Hafer ist schon drinnen. Jetzt
der letzten Züge. Jetzt machen wir noch die Sommerjasche drin. Die haben wir jetzt schon eingefüllt. Ist ja nicht viel. Ein bisschen über 0,4 Hektar. Ja. Und ja, haben wir jetzt knapp 100 Kilo erstmal rein gemacht. Brauchen wir eigentlich nicht so viel. Aber das kommt naja wieder raus. Müssen wir noch abdrehen. Und dann kann die Reise losgehen. Mit dem 6630 natürlich. Ja, das ist so die Stammmaschine vor der Drillmaschine. Vorne mit Spurenreiser. Wir könnten die auch am Großen dran bauen, aber ist halt nur vom GPS her SF1. Ist nicht ganz so genau. Und wenn man damit viel Überlappung fährt, ja, ist das beim Drillen schon ein bisschen Verschwenderei. Also fahren wir hier nach Aure. Jawohl. So. Und wir sehen uns gleich auf dem Acker. So, los geht's. Hier sind wir auf dem Acker. Drohne fliegt auf. So, jetzt wollen wir mal schnell mitfahren bzw. mal schnell reingucken, weil wenn so wenig drin ist, dann kann man das immer schlecht einschätzen, weil die Anzeige hier ein bisschen schlechter ist.